willkommen bei Experts for Training. Neben mir steht Dr. Jürgen Fritsche. Er ist ehemaliger mehrfacher Karate-Weltmeister und der aktuelle Athletiktrainer der deutschen Karate-Nationalmannschaft. Mir gegenüber steht Professor Dr. Kreuz. Er ist Experte für Gelenke und Spezialist für regenerative Knorpelchirurgie. Wir werden Ihnen heute Übungen zeigen, wie man die Gelenke fit hält und eine optimale Prophylaxe gegenüber den häufigsten Krankheitsbildern schafft. Los geht's! Ihr Training sollten Sie mit einer Aufwärmphase der Muskelgruppen beginnen. Das Aufwärmen stellt den Körper von Ruhe auf Belastung um. Die Durchblutung wird gesteigert, der Stoffwechsel wird hochgefahren, die Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit werden ebenso verbessert. Das wiederum reduziert das Verletzungsrisiko. Und so funktioniert's. Wir kommen jetzt zum Aufwärmen. Wir möchten die unteren Extremitäten aufwärmen, die Beine aufwärmen. Dazu können wir nach draußen gehen, können walken, wir können auch laufen gehen. Indoor bietet es sich an, dass wir Fahrradergometer benutzen oder einen Crosstrainer. Wenn das alles nicht hilft, wenn wir alles nicht zur Verfügung haben, dann bewegen wir uns ganz langsam auf der Stelle, können mit der Intensitätssteigerung einbauen oder aber auch in der Höhe der Kniehebeläufe, sodass wir uns gut erwärmen. 5 bis 10 Minuten sind da vollkommen ausreichend.